Ich habe wahnsinnig gern die Natur. Wir haben den Wald, die Berge, den See, alles. Es muss ja einfließen. Die ist so stark, die Natur. Die Stadt ist nicht mein Wohnort. Ich mag diese Ampeln und das Mitgehen mit der Masse mag ich nicht. Ich bin immer wieder überrascht, wie meine Idee auch von ganz fremden Menschen wirklich verstanden wird. Meine Idee kann sein, ein weißer Tisch. Ich finde das so ein starkes Symbol. Am Tisch reden wir. Die Erde ist ein Tisch, was wir pflanzen, wächst. Und somit ist der Tisch immer wieder mein symbolisches Denken. Tisch, Tisch, Gespräche, hin und her. Das ist das, was du eigentlich nicht vorberechnen kannst. Wenn du so reinkribbelst, oder? Dann machst du es. Entweder ist es gut oder es ist halt mal kaputt. Nein, ich mache seit 23 Jahren, arbeite ich eigentlich. Zuerst war ich eigentlich ein sogenannter Expressionist. Ich habe Porträts gemacht, Akte gemalt. Und dann kam ich erst auf das Informelle. Und wenn ein Bild fertig ist, habe ich Freude und schon sehe ich das Nächste. Es ist wirklich wie eine Kette. Es geht und läuft wunderbar. Ich muss malen. Man muss ja nicht immer in Hallen wohnen. Aber, naja. Und die großen Arbeiten, was Stahl oder so, machst du sowieso in der Fabrik, oder? Und die Glasfenster auch, oder? Gehst du in die Fabrik. Die Idee kann ein kleiner Anstoß sein, kann irgendein Erlebnis sein. Dann zeichnet man es knapp auf oder man macht eine kleine Skizze. Und dann bin ich sehr froh, wenn während dem Malen was passiert, das man nicht bewusst macht. Und man muss sich selber überraschen. Ich kann ein Bild rot anfangen, am Schluss kann es blau sein. Ich finde einfach, es erfüllt mich und ich erkläre es immer so, was ist Liebe? Und keiner kann mir genau sagen, was das ist. Und so ist es mit dem Malen.